Hey, was geht? Ich hoffe, euch geht's heute gut. Heute schauen wir uns mal an Illusionen, die man definitiv zweimal ansehen muss, um sie zu verstehen. Okay. Also, wie man damit meint, ist. Kannst du so sehen, oder? Hey, oh, 17 Minuten, das geht lang. Hol dir schnell ein paar deiner Lieblingsgetränke, denn heute haben wir eine Menge spektakulärer optischer Täuschungen für dich. Was haben wir da? Los geht's! Ah. Für einen echten Künstler kann absolut alles zu einem kreativen Werkzeug werden. Okay. Ah, selbst der Schatten einer Feder. Genial. Gewöhnliche Glühbirne. Bitte. Es wäre äußerst frustrierend zu versuchen, morgens beim Joggen unter diesem Stier durchzulaufen. Ja, wenn ihr heute macht. Oder nachts diesen Baum zu sehen. Oh. Cool. Dieser Künstler schüchtert Passanten nicht nur mit seinen realistischen Zeichnungen ein, sondern erfreut auch noch das Auge. Alter, wie macht er das? Aber wenn das gerade ein bisschen wächst, dann sieht es wieder komisch aus. Je länger man sich das Ganze anschaut, desto weniger versteht man, wie es funktioniert. Welche Zauberschule bringt Ihnen so etwas bei? Das passiert, wenn man auf einen Legostein tritt und sich verletzt. Interessant, ob die hinter ihm befindlichen Leute im Kino sich den Film ansehen oder sein Tattoo. Was glaubst du, auf welchem Stockwerk wir uns befinden? Bist du stolz darauf, dass du das Geheimnis der Zeichnung gelöst hast? Guck es dir noch einmal an und streng dich an. Noch sitzt dieser Fliesenleger auf dem Boden. Ah, das sieht dann aus, dass er reinfliegt oder so, oder? Nee, doch. Aber nur so lange, bis die erste Fliesenreihe verlegt ist. Okay.
Das ist genau der Fall, wenn Worte wirklich wehtun. Andere Werke des Digitalkünstlers Alessandro Malossi sind nicht weniger beeindruckend. Mit nur einem einzigen Foto zeigt er die Probleme der modernen Gesellschaft. Zum Beispiel die Sucht nach Social Media. Sieht so aus, als würde der Müllsack nicht in die blaue Mülltonne hineinpassen. Wie sieht es denn mit der roten aus? Wir müssen die Mannequin-Challenge wieder ins Leben rufen, um diesen Kerl zum Champion zu erklären. Das Mannequin-Challenge, genau. Mädels beschweren sich darüber, dass sie sich nicht richtig schminken können. Und dann machen sie so etwas hier. Wenn man solchen Fußboden in einer Kneipe machen würde? Es gibt nur wenige Verrückte auf der Welt, die so hoch ohne ein Sicherungsseil klettern würden. Fußboden. Er ist allerdings nicht einer von ihnen. Dieses Glas hat alle geschlagen. Es schafft die Illusion einer Illusion. Auch die Mitarbeiter von Honda scheinen auf Illusionen zu stehen. Was hältst du von ihrer Kreativität? Jetzt muss ich irgendwie die Illusion loswerden, dass mein Civic noch 10 Jahre fahren wird. Zusammenstellung auch ohne Erfahrung in Zeichnen und digitaler Kunst gewonnen. Aus diesem Grund wählen Mädels stundenlang ihre Jeans aus, um dann solche Fotos zu machen. Tarnung ist eine Kunst der Geduldigen.
vor, was für ein Durchhaltevermögen man haben muss, um so etwas zu erschaffen. Teeplantage, ne? Wenn man dich sonntagmorgens nicht einmal so aufwecken kann. Nach diesem Trick werden wir auf den Trick mit den Süßigkeiten sicher nicht mehr reinfallen. Aber das war bei Brand. Kunst ermöglicht es, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und völlig unterschiedliche Dinge miteinander zu kombinieren. So schaffe ich hier auch wieder mit. Die Frage ist nur, wozu die Vorstellungskraft des Autors alles fähig ist. Der Schöpfer dieser Meisterwerke scheint damit aber überhaupt keine Probleme zu haben. Mit dem Eintauchen in die Kunst habe ich etwas anderes verstanden. Diese Option scheint allerdings noch besser zu sein. Wenn du deine Freunde mit so etwas überraschen möchtest, die sind gleich groß. Dann fang mit einer 3D-Treppe an. Seite ist. Ja. Aber ist noch cool. Ist auch schon schön. Guck dir nur an, wie der Autor dieser Skulpturen mit dem Blickwinkel und der Spiegelung herumspielt. Etwas unwohl. Schreibe in die Kommentare, wenn du es erraten hast, wie das funktioniert. Hier hast du eine Anleitung, wie du eine Katze in den Wahnsinn treiben kannst. Machen wir so.
Oder schenk ihr einfach ein cooles Katzenbett. Du wirst es sicher wissen. Ja, sie drehen sich. Es kann uns kaum jemand so gut täuschen wie die Natur. Ah, das ist ja nur so ein Profiteur. Das Video. Ja, weiß ich, was ich davon halten soll. Entschuldige, dass das Video ein bisschen später kam. Ja, ich hatte einen langen Tag. Ja, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Nehme ich gleich auf.